Zum traditionellen Ostermarkt war an diesem Wochenende in die Hoyerswerder Lausitzhalle geladen worden. Die Besucher konnten sich nicht nur die filigranen Kunstwerke anschauen und kaufen, sondern auch Tipps vom Fachmann bzw. der Fachfrau zur Verzierung einholen. Lust auf Frühling machte nicht nur das Wetter draußen, auch in der Halle gab es viel Buntes, um den tristen Winter zu vertreiben. Ein Bühnenprogramm für Klein und Groß rundeten den Markt wie immer ab. Ich war